Die Inhaltsstoffe des Bieres sind sicher nicht schädlich, ganz im Gegenteil. Vor Nierensteinen schützt Bier am besten. Zum Beispiel sinkt deutlich die Herzinfarktrate. Bier ist ein naturreines Produkt mit vielen gesunden Inhaltsstoffen. Bier ist, das kann man ungestraft sagen, ein gesundes Lebensmittel. Unbestritten ist, dass Bier eine günstige Wirkung auf unser Herz-Kreislauf-System hat. Zum Beispiel sinkt deutlich die Herzinfarktrate bei mäßigem Biergenuss. Dieses Reinheitsgebot von 1516 war ja das erste Gebot schlechthin, die erste Reglementierung für ein Lebensmittel auf der ganzen Welt und hat sich bis heute erhalten. Ich glaube, strenger reglementiert ist tatsächlich kein Lebensmittel als eben das Bier. Nun, bei Nierensteinen, das ist gesichert, das ist Wissenschaft, hat Bier tatsächlich eine vorsorgende Wirkung. Tatsächlich ist Bier ein niederkalorisches Getränk, glaubt kein Mensch, aber 0,25 Liter Bier haben gerade einmal 110 Kalorien. Wein hat das Doppelte, Fruchtjoghurt um vieles mehr. Frauen, die zum Beispiel regelmäßig Bier trinken in kleinen Dosen, sind schlanker als Antialkoholikerinnen. Bier ist ein Schönheitsmittel. Bier enthält zum Beispiel Pantothensäure, die Königin der Hautvitamine. Bier kräftigt das Haar, Bier glättet die Haut, Bier gibt einfach einen wirklich schöneren Ton. Bier macht schön. Bier ist das idealste isotonische Getränk überhaupt. Wenn Sie noch dazu ein alkoholfreies Bier nehmen, dann können Sie auf jedes isotonische Getränk getrost verzichten. Ich kann durchaus mit Fug und Recht sagen, trinken Sie regelmäßig, aber mäßig Ihr Bier. Man sollte als Mann pro Tag nicht weniger, aber auch nicht mehr als einen Liter konsumieren. Für Frauen gilt die Hälfte. Und das möglichst über den Tag verteilen.